So, NAMM Show 2013, Session Music für euch. Mit dabei der Moritz am Stand von Protection Racket. Und ich stehe hier gerade hinter der neuen Variante der schon bereits bekannten 38 Zoll Hardware Back mit Rollen. Und ich habe es jetzt gerade 2 Sekunden erst in der Hand gehabt, aber direkt gemerkt, oh, da ist was neu. Ich habe nämlich noch die alte Variante und da fehlt, das heißt fehlt, war einfach noch nicht dabei, dieser wunderbare trolleymäßige Auszug, damit ihr hier schön einen auf Flugzeuggepäck machen könnt mit dem Teil. Finde ich sehr, sehr cool. Die Tasche ist insgesamt wesentlich flacher geworden, also das merkt man auch direkt. Sie ist ein bisschen eckiger geworden als vorher und was mir direkt auffällt, die Wände sind stabiler als bis dato. Also auch da, das Ding ist ein bisschen in sich einfach fester geworden. Und auch die Rückseite, wenn man sich die anguckt, mal anfasst. Der Boden ist jetzt keine wirklich harte Platte, aber sie ist auch für sich erstmal noch mit 2 Streben hier an der Seite verstärkt worden. Und vor allen Dingen, das fällt ganz besonders auf, ich lege es jetzt mal wirklich auf den Kopf, damit wir es sehen können, die Rollen. Da gab es natürlich immer wieder auch Anfragen an Protection Racket von Kunden und von Leuten, die es benutzt haben, von wegen, kann ich das Ding aus dem dritten Stock schmeißen, wenn es voll ist, ohne dass die Rollen kaputt gehen? Nein, könnt ihr natürlich nicht, aber die Jungs haben trotzdem darauf reagiert und ein bisschen was dran gemacht. Und die Rollen sind wirklich, ich kenne es von meiner Variante, da ein bisschen fragil gewesen. Jetzt macht das Ganze einen wirklich sehr, sehr stabilen Eindruck und das Profil lässt sogar zu, dass er damit in dicke Matsch und Gelände durch die Gegend fahrt. Also wenn er mal irgendwo ein Festival in der Pampa spielt, wie ich letztens, und durch 3 cm dicke Pfützen durchmisst, dann ist es damit überhaupt kein Problem mehr. Und ich habe noch eine zweite Variante der Tasche gesehen. Das ist dann wieder ein bisschen eher so, ja, das leichte Reisegepäck fast schon gegen dieses Heavy-Duty-Teil. Auch wieder mit Trolley. Und da könnt ihr auch mal direkt auf die Rollen gucken. Das sieht so ein bisschen nach Inline-Skates aus. Also ist etwa die etwas leichtere Variante jetzt davon. Macht so ein bisschen mehr den Rucksack-Eindruck. Aber auch wieder hier mit komplett versenkbarem Trolley-Griff. Griff auf der Oberseite, also insgesamt ein bisschen instabiler, aber nichtsdestotrotz eine gute Hardware-Back-Variante. Und das hier finde ich wirklich eines der coolsten Features, muss ich sagen, weil damit seid ihr echt mobil und könnt viel Gepäck verstauen, was Schlagzeug-Hardware angeht. Also das nicht entgehen lassen. Ansonsten Protection Racket, man kennt es natürlich, Snarebacks, Tombacks, Stickbacks, Cymbalbacks, 24 Zoll auch als Trolley-Variante. Und wir sehen noch ein paar nette Farbvarianten, zum Beispiel die grüne kleine Stickback oder auch in braun. Also da ist man nicht immer nur mit dem langweiligen Schwarz unterwegs. Oder erinnert ein bisschen an Totenköpfe, sind aber keine. Ist eigentlich eher der Protection Racket Guy, den ihr da drauf seht, mit lustigem Bart und Sonnenbrille. Und also auch da für jeden Geschmack was dabei. Mit den Eindrücken vom Protection Racket Stand erstmal zurück zu euch. Bis gleich.